So, es ist schon Punkt 19 Uhr. Dann fangen wir jetzt einfach an. Ich habe ein bisschen gegrindet seit dem letzten Stream, aber keine Dialoge geführt und nichts sonst großartig gemacht. Aber wir haben einen neuen Anzug freigeschaltet. Den schwarzen... Ich glaube, der heißt irgendwie Gangsteranzug oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Mir geht's auch ganz gut. Dankeschön. Wir sind ziemlich verletzt, ziemlich im Eimer, ziemlich kaputt und voll hungrig. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt mit unserem Helden mal essen, schlafen, uns ausruhen. Und dann können wir einige Quests abgeben, die ich erledigt habe. Wie eben zum Beispiel 30 Schatten nachts töten. Und was habe ich noch gemacht? Die ganzen Fotos, die Fleur de Lis oder Fleur de Lis oder wie auch immer die Dinge heißen, die haben wir gesammelt. Können wir alles abgeben. Und ich muss nur noch dreimal oder so mit Schnellreisefrau fahren. Dann haben wir die Quest vom Hotelboy-Kerl auch abgeschlossen. Was will man mehr? Heilen wir uns eigentlich, wenn wir schlafen? Wenn ich jetzt mal eine Stunde powernappe? 31 HP hatten wir bis jetzt. Ich habe genug Pflaster in meinem Koffer, so ist es nicht. Aber ja. Hallo Retro Gamer und hallo Metatron. Guten Abend. Ja, wir heilen uns ein kleines bisschen, wenn wir schlafen. Aber ich will jetzt nicht mehr schlafen. Ich will nie mehr. Warte mal kurz, ich muss zu meinem Koffer. Ich brauche ein paar Pflaster hier. 40 Pflaster habe ich noch im Koffer. Aber essen muss ich trotzdem was. Das hilft nichts. So, das wird cool. Ich habe mich jetzt echt schon drauf gefreut auf den Stream. Ich kann es immer gar nicht erwarten, weiterzuspielen. Vor allem, weil ich jetzt eben die ganzen Quests quasi das Grinden gemacht habe, aber konnte die Quests quasi nicht abgeben, weil ich das im Stream machen wollte. Jetzt saß ich den ganzen Sonntag und Montag schon immer auf Kohlen und habe mir gedacht, Aber nee, nicht außerhalb des Streams spielen. Nichts Wichtiges zumindest. So, mampfen wir noch schnell was und dann geht's gleich mal auf... Hi, Mr. Hawkeye, hallo! Dann geht's gleich mal auf zum Kühlhaus, wo wir wahrscheinlich hoffentlich den riesigen Kerl wieder treffen. Für den wir die 30 Schatten töten mussten. Genau, das haben wir gemacht. Das wird später revealed. Thanks, Mister. Das war wirklich, das sind meine echten Haare. Da war nichts gefotoshoppt. Das waren meine echten Haare auf dem Discord. Ich habe die normalerweise nur immer zusammengebunden zu einem Dutt. Und die waren jetzt frisch gewaschen und geföhnt auf dem Foto. Deswegen extra fluffig. Aber jetzt... jetzt habe ich ihn nicht hier. Jetzt sind diese Haare nämlich schon in einem Briefumschlag. Der liegt jetzt aber im Flur draußen. Der ist eh schon zugeklebt, aber einen Briefumschlag hätte ich euch zeigen können. Ich habe noch Fotos, die kann ich später auf Discord posten. Und die sind weg. Genau, wegen der Spende war das. Das ist schon über ein Jahr her, aber das hat jetzt einfach über ein Jahr gedauert, bis meine Haare lang genug gewachsen sind. Der Zopf musste ja über 20 cm lang sein. Und das war immer so das war Anfang des Jahres, gerade so an der Grenze. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann lassen wir es noch ein bisschen wachsen. Und jetzt am Wochenende habe ich mir gedacht, zopp, jetzt ist Schluss, jetzt muss er ab. Der Zopf. Und so war es dann auch. Ein bisschen noch. Ich zeig's euch dann gleich. Dung. Okay. Ich wollte nur ein bisschen warten, damit alle Zeit haben, auch die arbeiten müssen und sowas, sich einzufinden vor dem großen Reveal. Um 8 oder so, würde ich sagen. So, jetzt passt auf, weil um 1 ungefähr ist der immer bei den Müllcontainern, habe ich so rausgefunden, beim durch die Gegend skaten, beim Kühlhaus. Da fahren wir jetzt mal hin.
Hi Flatbread Checkers, wie geht's? Mir geht's gut, danke. So, müssen wir kurz die Mülleimer suchen. Oh ja, das läuft flüssiger. Ich meine, es ruckelt immer noch ganz schön und hängt ab und zu kurz. Aber das läuft tatsächlich flüssiger seit dem Update. Ich meine, wir haben jetzt schon ein ziemlich schnelles Skateboard. Ja, es ist schon, ne, es hat schon seine Einbrüche. Aber hey, voll, also im Vergleich zu vorher. Voll gut. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Man kann jetzt vielleicht sogar richtig springen und überschanzen und so weiter. Es reagiert richtig auf die Eingaben. Das ist schon cool, ich bin begeistert. Okay, cool. Der erste Patch hat schon mal was gebracht für das Spiel. Aber ich muss echt sagen, dass ich das Autofahren ein bisschen vermisse. So schlecht es war im ersten Teil. Sonntag. Sonntag müssen wir ihn finden und seinen Cocktail trinken. Aber jetzt gerade nicht. Ich habe mich, glaube ich, irgendwie verfahren. Da müssen wir, glaube ich, lang, oder? Noch ist er nicht da, aber der müsste bald kommen. Ich schieß mal schnell die UFOs ab. Es ist wirklich, wirklich, wirklich seltsam. Es ist wirklich seltsam, weil ich kann nicht sagen, warum. Weil eigentlich... Oh, ich hab vergessen, Munition aus dem Koffer zu nehmen. Ah! Weil eigentlich sind diese Mini-Beschäftigungen, wie diese UFOs abschießen, super, duper simpel und lame. Aber ich hatte am Wochenende super viel Spaß, ganz viel zu grinden damit. Hi, Desert Railgun, hallo. Ich habe stundenlang nur irgendwie Eichhörnchen verprügelt und UFOs vom Himmel geschossen. So, jetzt passt auf, jetzt rauchen wir kurz, damit es nach 1 wird. Ja, die Autos, die Fahrphysik im ersten war schon speziell. Aber grundsätzlich fand ich es irgendwie auch cool. Hat schon auch Spaß gemacht. Nix gegen das Skateboardfahren. Aber ich hätte gern so alternativ die Möglichkeit, auch Auto zu fahren irgendwie. Aber die Stadt ist ja auch viel kleiner als beim ersten Teil. Deswegen braucht man das gar nicht mehr so. Ein Auto. Okay. Agent York, why? Du, ja? Du hast ehrlich die roten Geister weggemacht? Da hast du recht, Avery. Du bist stark, ganz doll stark. Hier ist ein Geschenk für dich, von mir. Ich habe stundenlang Eichhörnchen verprügelt und UFOs abgeschossen. Wer kennt es nicht? Ja, genau. Oh, ah, Thymian, yes, oh, das ist cool, das ist die letzte Zutat, die wir brauchen für das super Nahrungsspeisengericht. Jaha, cool. Wertvolle Lebensmittel, ganz teuer und selten. Ne, so teuer und selten ist Thymian auch wieder nicht. Kann man das wirklich essen? Ich esse das nicht, aber du kannst es essen. Das ist ein Lebensmittel von Mr. Clarkson. Ich habe eins genommen. Ich habe gedacht, du bist froh, weil es wertvoll ist. Ah, jetzt fällt mir ein, was mit dem Update noch gekommen ist, außer eine Framerate-Verbesserung. Die Dialoge auf dem Skateboard kommen nicht mehr ständig, ununterbrochen, immer wieder, sondern nur, wenn ich will, dass sie kommen. Mir wird ein Knopf angezeigt und ich kann entscheiden, ob sie kommen sollen oder nicht. Das ist so gut, ey. Das ist so gut. Diese... 2, 3 Standardsprüche, die immer und immer wieder kommen. Ohne Witz, ey. Boah. Okay. Ich habe gedacht, du bist froh, weil es wertvoll ist. Augenblick, Avery. Hast du denn die Erlaubnis, einfach Lebensmittel aus dem Lager zu nehmen? Ich brauche keine Erlaubnis. Ich bin nämlich der Aufpasser. Und das geht wirklich in Ordnung? Ich gebe dir ein Erlaubnis. Sei jetzt brav und nimm das Geschenk. Wenn du es nicht nimmst, bin ich traurig. Ja, wir nehmen es ja eh. Danke. Oh, okay. Schon verstanden. Sieh mich bitte nicht so an. York, du bist ein guter Mensch. Ich bin froh. Zack, der Gute ist ja wirklich sehr zart beseitet. Ich
brächte es nicht übers Herz, sein Geschenk einfach heimlich zu entsorgen. Ja, warum auch? Ich weiß ja schon, wo das hin muss, Mensch. Aber es könnte mir damit... Aber was könnten wir damit sonst anfangen? Wir könnten es höchstens zu Alexos bringen. Vielleicht kann sie ja etwas Essbares daraus zaubern. Ja, das kann sie auch. Das wissen wir doch, York. Stell dich nicht so an. So, wenn wir jetzt schon hier sind, radeln wir gleich mit unserem Skateboard zum Friedhof. Wo wir nämlich das vierte Album von den Fleur de Lis oder so abgeben können. Stimmt, der Kerl trägt wenigstens immer brav seine Maske, wie sich das gehört, Mensch. Da ist wirklich nichts dabei. Das triggert mich. Das triggert mich so, wenn ich Leute sehe, die ihre Maske nicht über die Nase ziehen können. Das triggert mich so unheimlich. Da werde ich richtig wütend. Da bist du ja wieder, York. Dank. Vielen Dank für deine Bemühungen. Fleur de Lis wurde lokalisiert. Wir übermitteln Dank. Eine Magnum-Munition. Oh, das klingt aber nicht schlecht. Magnum-Munitionskette? Ha. Da hat er noch eine Mission für uns. Zack, seine Persönlichkeiten haben zu fluktuieren begonnen. Was geht nur in ihm vor? Gibt es da vielleicht jemanden wie dich? Inkorrekt. Du täuschst dich, York. Da fluktuiert nichts. Ich bin durchgehend ich selbst, ohne Unterbrechung. Ich verstehe nicht. Ich bin der Herr. Ich allein bin der Herr über dieses biologischen Körper, diesen York, gute Arbeit. Du hast bisher wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, der redet mit zwei verschiedenen Stimmen. Weil manchmal ist alles groß geschrieben und manchmal nicht, deswegen lese ich das jetzt unterschiedlich. Letzte Phase wird eingeleitet. Es ist soweit. Das hier ist das letzte Album. Und wenn ich alle Fleur de Lis in diesem Album gefunden habe, werden sie mir endlich ihre Geschichte erzählen? Bedingung akzeptiert. Fest versprochen. Weißt du, 3 Billionen Lichtjahre von hier. Planet, Geschichte des Blur, der Imperator. Piep, 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 piep. Schon wieder ein Cliffhanger. Aber weißt du was? Ich habe mich schon daran gewöhnt, Zack. Kommen nur noch ein paar Fleur de Lis oder Lü oder wie auch immer man die ausspricht. Und dann sind wir hier fertig. Sehr gut. Yay! Hurt! Und das Lamm schrie. So, letztes Album freigeschaltet. Boah. Ah, okay, das geht. Hä? Keine Ahnung, was man da überhaupt sieht. Ja, das weiß ich. Ja, das ist leicht. Leicht? Ich glaub schon. Hm. Das dürfte beim Hotel sein, oder? Gegenüber. Uff. Keine Ahnung, was ich da sehe. Puh, das sind ein paar echt... Das weiß ich. Ah, der rote Baum. Okay, da gibt es nicht viele. Aber da sind ein paar knackige Bilder dabei. Aber die machen wir nicht jetzt. Auf jeden Fall. Die mache ich vielleicht wieder außerhalb des Streams. Mal schauen. Bis auf... Wartet mal, wenn wir schon hier sind, machen wir das Foto. Das dürfte nämlich irgendein Friedhofstor sein.
Halt, stopp! Absteigen! Manchmal funktioniert das nicht mit dem Absteigen, immer noch nicht. So, man sieht allerdings keine Gebäude und nichts. Könnte auch der Park sein eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Der ist in der Richtung. Ja, das ist ein Parkeingang, was wir hier auf dem Bild sehen. Ups, das war auch nicht schlecht gerade. Ein Parkeingang mit Strommasten direkt daneben. Aber wo... Hä? Wartet mal. Das ist komisch. Wenn es echte medizinische Gründe gibt, ist es ja was ganz anderes. Da muss man überhaupt nicht drüber reden. Aber die haben halt die wenigsten. Anscheinend in den USA werden anscheinend aktuell gefälschte ärztliche Atteste rumgereicht. Die bestätigen, dass man die Maske nicht richtig tragen muss oder so. Ich verstehe einfach nicht, was da los ist mit den Leuten. Auf jeden Fall ist, glaube ich, der Eingang zum Park hier nicht. Weil hier kein... Irgendwie stimmt es mit den Strompfasten nämlich nicht. Das sieht ganz anders aus. Das kann hier eigentlich gar nicht sein. Aber ein Friedhofseingang kann es doch nicht sein. Naja, ist egal. Das machen wir jetzt nicht. Ich muss jetzt dringend mein Skateboard reparieren lassen. Das ist jetzt gerade wichtig. Weil das ist schon ziemlich kaputt. Ah ja, genau, wartet mal. Und da reisen wir jetzt aber mit Schnellreise hin. Weil wir nur noch 3 Fahrten oder so brauchen, dann haben wir die Quest nämlich auch abgeschlossen. Oder nur noch 2 sogar? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nicht mehr viel. Nee, das stimmt. Ich muss zugeben, da hast du recht. Wahrscheinlich vorverurteile ich da einige, die halt wirklich aus medizinischen Gründen die Maske nicht tragen können. Das stimmt. Die werfe ich da bestimmt mit in den Topf, weil das sehe ich nicht von außen. Aber die anderen triggern mich trotzdem. Verdammt nochmal. Jetzt müssen wir erstmal rauchen. Aber da hast du natürlich, da hast du recht. Das muss ich mir eingestehen. Das ist absolut wahr. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die ihren Skateboardladen öffnet, quasi. Leider spielt die ganze Zeit Kontrabass. Ein Mr. Miyagi mit dem Kontrabass. Wann hat denn die laut Map offen? Eigentlich... Ja, so richtig kann man das immer nicht sagen. Die Öffnungszeiten, die auf der Map stehen, sind immer ein bisschen... irreführend teilweise. Das weiß man immer nicht. Dann müssen wir noch mal kurz warten. Ich weiß jetzt nicht, 16 Uhr irgendwas sollte wahrscheinlich reichen. Ja. Nein. Was ist jetzt? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, you're still here, Agent? Okay, let me take a look at your board. Ja, bitte. Auf dem Stuhl schwebende Person. Reparier mein Board, bitte. Looking good. Ah, ja gut. Ich meine, da kann man natürlich nichts machen.
Mich triggert es auch gewaltig, weil ich zur Risikogruppe mit der Autoimmunkrankheit gehöre. Das ist ja gerade das Problem mit den Masken. Mir wäre es ja komplett wurscht, ob jemand sich selber schützen will oder nicht. Das ist mir wirklich egal. Das ist ja, in dem Fall wäre es ja eine eigenverantwortliche Sache, da ist ja nichts dabei. Das Problem ist halt, dass man ohne Maske andere gefährdet und nicht sich selbst. Das ist halt das große Problem. Das ist halt wirklich einfach nicht cool. Ich meine, wie gesagt, wenn es jetzt eben, wie du schreibst, Herzprobleme gibt oder auch die Sache mit Lippenlesen, das sind natürlich, ich meine, das ist ja eh ganz klar, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass viele Menschen aus irgendeinem Grund, aus Prinzip keine Masken tragen wollen, weil sie sich bevormundet fühlen oder weil sie irgendwie, ich weiß es nicht, was mit denen los ist. Es gehen ja auch komische Verschwörungstheorien um, dass man irgendwie das Gehirn abstirbt, wenn man Masken trägt oder was weiß ich was. Die spinnen einfach. Wirklich. Kann ich echt nicht anders sagen. Das ist einfach echt komisch. Aber wie gesagt, ist halt problematisch, weil man andere damit gefährdet. Und deswegen ist es einfach echt nicht cool. Und wenn es irgendwie geht medizinisch, muss man halt einfach eine Maske tragen aus Solidarität. Und gerade jetzt jetzt werden ja auch immer mehr Spätfolgen entdeckt, mit denen man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hat. Und was da nach teilweise vielleicht Jahrzehnten noch aufkommt, was nach so einer Corona-Erkrankung vielleicht noch an Spätfolgen auftreten kann, kann man jetzt noch gar nicht einschätzen. Aber schon jetzt gibt es eben neuronale Schäden teilweise, irreparable und immer wieder auftretende Symptome, die man noch gar nicht erklären kann. Ganz viele eigentlich Geheilte kriegen immer wieder Fieber und haben immer wieder Probleme mit Husten und Halsschmerzen und man weiß nicht warum. Das sind einfach wirklich Sachen, die man ernst nehmen muss. Das ist nicht so, dass man bei einem leichten Verlauf kurz ein bisschen Husten hat und dann ist es wieder gut. Das kann theoretisch echt drastische Folgen über lange Zeit haben und die sich vielleicht erst in einigen Jahren manifestieren. Das darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es einfach ein komplett unbekannter Virus ist. Und nicht nur Risikogruppen, sondern jeden muss man davor einfach schützen. Naja. Was auch immer. Unser Skateboard ist repariert. Remember, in order to get better, you need to become one with the board. Da kann man schon mal so eine unangenehme, stickige Scheißmaske tragen, wenn es irgendwie geht. Damit andere nicht irgendwie, ne, damit man die nicht gefährdet. Ernsthaft. See you later. Oh, if you ever got any skateboard questions, I'll be happy to answer them. Oh, you're still here, Agent York? Ob sie uns vielleicht schon die letzte geheime verbotene Skateboard-Technik beibringt. Agent York, ich habe da so ein Gerücht über dich gehört. Das ist kein Gerücht. Ich habe mit dem Impossible, den du mir beigebracht hast, die Stadt in Schutt und Asche gelegt. geht's noch? Tja, Zack und ich sehen die Welt eben nicht nur schwarz und weiß. Wir leben mit der moralischen Ambivalenz, verstehst du nun? Und da bekommst du keine Schwierigkeiten? Nicht im geringsten. Das gehört alles zur Ermittlungsarbeit. Ich muss es vielleicht kurz erklären, weil wir dachten bis jetzt immer, dass hier unser Mr. Miyagi ist. Und deswegen wollten wir immer ein guter Schüler sein, aber jetzt, beim letzten Mal, ist uns klar geworden, dass sie Daniel Sun aus Karate Kid 3 ist. Und wir müssen jetzt quasi sie mit unserer dunklen Seite, mit unseren Missetaten davon überzeugen, dass es Zeit ist, wieder aktiv in den Kampf zu schreiten und sich nicht vor dem Kampf zu drücken, quasi. Das war so die Logik. Deswegen behaupten wir jetzt, wir hätten die Stadt mit dem Impossible in Schutt und Asche gelegt, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Man muss es nur im Abschlussbericht richtig formulieren, weißt du? Aha, so läuft das also bei euch im FBI. Ja, so ungefähr läuft das bei uns. Außerdem gibt es ja immer noch Robert im Hauptquartier in Washington. Wenn es wirklich Schwierigkeiten mit den Behörden gibt, sorgt Robert dafür, dass die Sache im Stillen geregelt wird. Ist ja gut, ich hab's ja kapiert. Du bist ein ganz böser Junge. Ich bring dir den Trick bei. Hast du mal Zurück in die Zukunft gesehen? Kriegen wir jetzt wirklich ein Hoverboard? Dann werde ich aber wahnsinnig, wenn wir wirklich eins kriegen. Das wäre cool.
Genau, das ist ja eben auch so ein Punkt, Metatron, das stimmt eben. Die Maskenpflicht macht halt auch deswegen Sinn, weil man halt gerade aus den asiatischen Ländern ganz schön sehen kann, dass die unglaublich effektiv ist. Das ist ein wahnsinnig einfaches Mittel, das super effektiv ist. Und das verhindert halt, dass eine zweite Welle kommt und dass man wieder in den Lockdown muss und das ganze nervige Zeugs, abgesehen davon, dass es Leben und Gesundheit schonen und retten kann. Insofern wäre es halt schon gut. Ja, Abstand ist auch so ein Thema, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich auch nicht dran. Manchmal, wenn ich so irgendwie von A nach B gehe und in Gedanken bin, denke ich auch nicht dran, dass ich mehr Abstand halten müsste. Das fällt mir dann immer währenddessen oder wenn es soweit ist oder kurz danach auf, aber da denke ich auch nicht immer dran, dass ich, aber das ist genauso wichtig und total scheiße auch, das, aber das passiert mir leider auch öfter. Naja. Okay, zurück in die Zukunft. Gesehen habe ich ihn, ja. Aber das ist doch ein eher unbekannter Nischenfilm. Derselbe Regisseur hat auch Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten gedreht. Ein echtes Meisterwerk. Ein unbekannter Nischenfilm? Und vor diesem Diamantendingens habe ich noch nie was gehört. Aber egal. Jedenfalls gibt es doch da die Szene mit dem Hoverboard. Ich kann mich vage erinnern, ja, du meinst die Szene, in der er sich hinten an einem Pickup festhält, oder? Aha. Danny, ich verstehe, was du meinst. Können wir uns jetzt an Autos hängen? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist also die verbotene Technik. Ja, und zwar buchstäblich verboten. Man kann riesen Ärger dafür bekommen, aber es ist unheimlich praktisch. Für mich ist das kein Problem. Mein getreues Ross zählt nämlich als Einsatzfahrzeug. Wenn ein Notfall vorliegt, darf ich damit gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Wenn du das sagst. Na dann los! Komm, Emma, bringen wir es hinter uns, bevor du es dir noch anders überlegst. Wir lernen jetzt die verbotene Technik. Das hier ist die letzte Strecke. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Das ist ein gefährlicher Trick.